Wir haben gestern Ilkay Gündoğan da gehabt und der hat gesagt, wir müssen uns Real Madrid mit der Spielweise zum Vorbild nehmen, weil wir werden gegen Spanien noch leiden müssen. Fand ich bemerkenswert. Er ist ein Schlüsselspieler beim FC Barcelona. Inwiefern korrespondiert das mit deiner Meinung? Ja, wird so sein, weil wir auf eine Top-Mannschaft treffen, die gerne den Ball hat, genauso wie wir. Und da wir auch am Freitag nicht mit zwei Bällen spielen werden, ist es so, dass wir natürlich auch Phasen haben werden, wo wir nicht den Ball haben. Vielleicht längere Phasen, als wir es bisher in dem Turnier gewohnt sind. Und dementsprechend muss man dann auch so eine Lust am Verteidigen so ein bisschen entwickeln und eben diese Phasen auch überstehen, wo der Gegner mal besser sein wird. Ich denke nicht, dass wir das 90 Minuten runterspielen werden, 90 Minuten die bessere Mannschaft sein werden, und deswegen wird es darum gehen, eine gewisse Leidensfähigkeit während der 90 Minuten oder mehr zu entwickeln, und das ist definitiv was wir über die Jahre in Madrid entwickelt haben, sonst wären wir nicht so erfolgreich gewesen. Wenn man auf die internationale Presse schaut, Spanien und Deutschland sind die beiden Teams, die am meisten überzeugt haben bei dieser EM. Wir hier haben großen Respekt vor der Selección. Was sagt denn die spanische Presse oder deine spanischen Kontakte zu uns als Gegner? Die werden großen Respekt vor uns haben, also weil sie auch uns haben Fußball spielen sehen. Ich glaube, wir brauchen uns da absolut und überhaupt nicht zu verstecken, weil wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Turnier spielen bisher. Und das wissen auch die Spanier. Also natürlich gab es jetzt ein paar Aussagen, dass sie auch sich selbst, nicht nur die spanische Presse, sondern sich auch selbst für wirklich sehr gut halten, und das auch zu Recht. Also ich mag lieber so Aussagen, dass man sehr, sehr selbstbewusst und überzeugt von sich ist. Aber natürlich am Ende müssen sie es dann auch beweisen gegen uns am Freitag. Ich glaube, dass auch wir der bisher stärkste Gegner der Spanier sind in diesem Turnier, wie auch andersrum. Und dementsprechend, glaube ich, können wir uns alle auf ein großes Spiel freuen, was ich ehrlich gesagt als 50-50-Spiel sehe. Und wenn wir noch einmal über Spanien sprechen, deine Wahlheimat, du fühlst dich ja augenscheinlich dort sehr wohl, deine Kinder, deine Familie wohnen da. Ist es schon etwas für dich etwas Besonderes, und bist du als Nordlicht dennoch im Süden eigentlich so ein bisschen heimisch geworden? Ja, total heimisch. Ich meine, wir sind ja 10 Jahre da, das ist natürlich auch normal, sage ich mal, dass man ja einen großen Bezug einfach auch da schon hat. Und es ist ja auch so, dass wir jetzt auch nach der Karriere dort leben bleiben werden, weil wir einfach uns dort wohlfühlen, weil wir alle das, was wir uns aufgebaut haben in den letzten 10 Jahren, wir auch nicht einfach dann hinter uns lassen wollen. Du hast die Kinder schon angesprochen, die fühlen sich wohl, haben alle ihre Aktivitäten dort, alle ihre Freunde, und da tut man sich auch mal ein bisschen schwer, da komplett das rauszureißen oder wegzureißen. Und dementsprechend wird das noch eine Zeit lang unsere Wahlheimat bleiben.